da muss der Spaß auf jeden Fall dabei sein. Der Ernst kommt von ganz alleine. So lange ist es noch nicht her, dass Sie Ihre Profikarriere beendet haben. Trotzdem behaupten böse Zungen, dass das All-Star-Spiel nachher jetzt später stattfindet, damit die Sonne vom Platz ist, von 30 Grad. Stimmt das? Ja, wünschenswert wäre es schon. Also ich meine, es ist immer eine schöne Geschichte, alte Kollegen wieder zu treffen, gegen solche Mannschaften wie Inter Mailand zu spielen. Das ist top, das macht Spaß, aber es ist natürlich auch richtig anstrengend, weil man ist nicht mehr jeden Tag auf dem Trainingsplatz oder geht laufen oder macht irgendwas, und da ist man froh, wenn die Temperaturen nicht mehr ganz so groß sind oder ganz so hoch sind. Inwieweit könnten Sie denn noch mithalten mit den Profis, den aktuellen? Ja, das Einlaufen kriege ich schon dahin, aber danach wird es schon schwer. Jetzt ist es so, dass Stürmer fast ein bisschen aus der Mode gekommen sind, zumindest bei Pep Guardiola. Sind Sie froh, in der richtigen Zeit gespielt zu haben? Ja, auch der Fußball entwickelt sich weiter, und es ist ja nicht überall so, dass mit keinem richtigen Stoßstürmer gespielt wird. Wobei, wenn ihr mir Lewandowski anschaut, es ist ja ein richtiger Stürmer. Und Fußball ändert sich, und wir in Salzburg machen es so, und in München wird es so gemacht. Deswegen, das macht den Fußball aus, dass es nicht überall gleich gespielt wird. Was trauen Sie denn dem FC Bayern zu in dieser Saison und ohne Bastian Schweinsteiger? Ja, wie immer sind die Erwartungen sehr, sehr hoch in München, und sie werden alles daran setzen, in allen Wettbewerben so lange wie möglich dabei zu sein und auch wieder in dem einen oder anderen Wettbewerb ganz oben zu stehen. Und ich glaube schon, dass das eine richtig gute Saison wird. WM ist keine, also die Spieler sind ausgeruht, und ich erwarte sehr, sehr viel von den Bayern. Inwieweit hat Sie es überrascht, dass Bastian Schweinsteiger den Verein verlässt? Ja, er ist sehr, sehr lange im Verein, hat sehr, sehr viel geleistet für den Verein und hat jetzt einfach eine neue Herausforderung, nicht am Ende, aber schon in einem fortgeschrittenen Alter gesucht und gefunden. Und ich glaube, jetzt kommt was Neues, wo er auch seine Qualität unter Beweis stellen kann, und mich freut es total für Basti. Wir übertragen ja die komplette Saisoneröffnung des FC Bayern live, inklusive des All-Star-Games. Sagen Sie doch bitte unseren Zuschauern, warum die dranbleiben sollen, wenn es nachher dann soweit ist gegen Inter Mailand. Ja, ich glaube, dass wir versuchen wollen, Spaß und Freude auf den Platz zu bringen und auch zeigen, dass ja auch man vielleicht in einem fortgeschrittenen Alter immer noch Fußball spielen kann, und ich hoffe auf viele, viele Tore, natürlich für uns. Spaß, sagen Sie, Leistung auch? Ja, der Ehrgeiz ist immer da, vielleicht die ersten 5-10 Minuten nicht, aber in den Spielen, wo ich jetzt dabei war, bei den Allstars, ist es immer so, dass ja, man merkt, dass mit der Zeit verlieren will man nicht, und dann kommt der Ehrgeiz dazu, und da geht es natürlich dann auch um die Leistung. Wir schauen genau hin. Vielen Dank, Alex Dicker. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Da bekommen wir dann gleich noch richtig was geboten gegen Inter Mailand. Jetzt bekommen wir geboten die Stürmer der Neuzeit. Robert Lewandowski ist natürlich da. Aber, wir haben es gerade schon im Gespräch ein bisschen gehört, das ist an sich dünn, was nominell als Stürmer benannt wird. Wobei, ich tue mich da schon immer ein bisschen schwer. Thomas Müller, Mario Götze, ja mein Gott, die kommen halt aus dem Mittelfeld. Aber kein Stürmer steht heute mehr heutzutage da ganz rum. Also, wo fängt die Definition Stürmer an? Man sieht es dann bei den Aufstellungsblättchen oder im Sonderheft der Saison, wo beim Stürmer nur noch drei Namen stehen. Aber es ist ganz schwer zu definieren in diesen Tagen, wirklich. Ja, vor allem, wo fängt die Definition Stürmer bei Pep Guardiola an? Weißt du, das ist ja nochmal eine andere Nummer, ja? Da ist ja ein Thomas Müller, wie du gerade gesagt hast, oder auch ein Mario Götze, ja, die gehören ja schon zu den falschen Neunern und zu den Halbstürmern. Und ich denke mal, Pep Guardiola, dem reicht es, wenn er einen ganz dicken, fetten Stürmer da vorne drin hat in seinem Kader. Ich würde jetzt auch sagen, mir fehlt ein zweiter. So ist es, weil aber letztes Jahr gab es Claudio Pizarro, muss man sagen. Ja. Und der hat eine gescheite Saison gespielt, und in den Zeiten, wo Lewandowski nicht da war, war er zumindest eine Option. Ist das ein Punkt, wo man sagen müsste, Matthias Sammer hat sich vorher nicht locken lassen, welche Position ist denn was? Aber das ist für mich eine klare Position, wo ein Backup fehlt. Problem bei Bayern ist ja immer das Gleiche. Wenn du einen holst für da vorne, dann muss es ein Superstar sein, dann ist der wahnsinnig teuer und dann will er spielen. Und Guardiola spielt nicht im 4-4-2-System. Und wenn dann der Lewandowski und der Superstar, der Neue, wenn beide gesund sind, dann sitzt einer auf der Bank und dann gibt es Ärger. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die ist schwierig bei München. Naja, die Knipser zu definieren. Douglas Costa haben wir da im Bild. Das ist der Neuzugang der Saison. Sagen wir mal so, wieso der sich im letzten Jahr bei den Bayern in den Vordergrund gespielt hat, das wissen wir nicht so richtig. Denn wir erinnern uns ans Achtelfinale der Champions League. Da gab es hier an selbiger Stelle ein 7:0 der Bayern gegen Schachtar Donetsk. Und Costa war auf dem Platz, wurde ausgewechselt.
kein Vorspielen. Trotzdem haben sie ihn genommen. Er soll insbesondere die schnellen Außen entlasten können. Heißt, er wird sicherlich am Anfang Ribéry-Ersatz sein müssen, denn der ist zum Saisonstart nicht fit. Ist das ein Transfer, der dich überrascht hat? Ist das zumindest eine Position, wo du sagst, wichtig, dass sie danach gebessert haben? Also mich hat die Ablösesumme überrascht. Ansonsten ist das schon einer, der da reinwachsen kann. Sein Trainer hat ja gesagt, er ist ein super Spieler, der ist schnell, der ist technisch stark. Aber Bayern München ist ein anderes Kaliber als Donetsk, das haben wir auch gesehen. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, mit dem 7:0. Also der Costa wird sicherlich ein paar Wochen, Monate auch brauchen. Und er muss eines abstellen, Dirk, den siehst du ab und zu 10, 15 Minuten oder 20 Minuten überhaupt nicht. Ja? Und dann hat er wieder 2, 3, 4 super Aktionen, aber das kann er sich bei Bayern nicht erlauben. Es gibt eine große Erfahrung in der Liga aus Donetsk, und zwar sein kongenialer Mittelfeldpartner, so war es zumindest, Anfang dieses der 2010er Jahre, 11, 12, 13 sind die Meister geworden, Mkhitaryan. Ja. So, die beiden zusammengespielt, Mkhitaryan war vermeintlich der Bessere. Der Armenier wurde nach Dortmund geholt, hat ganz schwer Fuß gefasst, ist ja immer noch nicht der Leistungsträger, den man sich gewünscht hätte beim BVB. Spielt besser vermeintlich mal, aber der ist ja auch sehr kritisiert. Und da muss man vielleicht so ein bisschen einschätzen, wo steht der Costa? Kann man das dann sehen? Ist das ein Vergleichsmaßstab für dich? Oder sagst du, naja... Also nach 2, 3 Spielen, wenn er denn spielen sollte, der Douglas Costa, dann sieht man schon, ob es da... besser läuft als bei Mkhitaryan am Anfang, aber das kann man, glaube ich, erst sehen nach ein paar Wochen. Ich weiß auch gar nicht, ob er von Anfang an spielen wird. Es gibt ja viele Optionen auch noch auf der linken Seite mit Bernat, der sich für mich hervorragend entwickelt hat. Der kann linker Verteidiger spielen, kann aber auch offensiv links spielen. Also die Optionen für ihn, für Pep Guardiola, sind riesengroß. Eine ist Douglas Costa, der muss sich aber warm anziehen, weil das hat man ja auch bei Mario Götze gesehen oder auch zum Teil sogar bei Lewandowski. Du musst dich in München hier erstmal reinkämpfen. Das ist der zweite Neuzugang, den wir haben. Nicht der junge Mann, den wir dort im Bild haben, aber Joshua Kimmich. Aus Leipzig gekommen, zweite Liga. Also wenn wir das jetzt mal ganz blank sehen, nur die Daten, dann haben wir einen Zweitligaspieler verpflichtet für, na sagen wir 6 Millionen, das ist jetzt nicht das Entscheidende der Preis, sondern den Sprung von dort in die europäische Spitze, in die Weltspitze mit beim FC Bayern. Das erscheint mir ein Sprung, wo es vielleicht mal einen Zwischenschnitt hätte geben können auch. Könnte durchaus sein, aber Joshua, haben sie auch gesagt, der heißt nicht Joshua, sondern Joshua oder Josh Kimmich, ist ja ein selbstbewusster Bursche. Der hat ja auch vor kurzem noch gesagt, ja, der Schweinsteiger ist schon mein Konkurrent und ich versuche ihm da das Leben so schwer wie möglich zu machen. Jetzt hat er also ihm das Leben so schwer gemacht, dass der Schweinsteiger schon mal abgehauen ist. Ja? Und Kimmich will jetzt auf dem Platz da stehen, wo der Schweinsteiger stand. Nein, das ist sicherlich ein selbstbewusster Kerl. Er hat mir bei der U21-Europameisterschaft mal sehr gut gefallen, aber beim 5-0 gegen Portugal war er genauso schlecht wie alle anderen. Stark, aber gegen die Tschechen und natürlich bei dem 0:5 hat er auch nicht gerade selbstbewusst tanken können. Fakt aber natürlich, ein junger Mann mit Perspektive, allerdings in einem Mannschaftsspektrum, in einem Bereich der Mannschaft, wo man nicht zwingend geglaubt hätte, dass sie da noch einen brauchen. Jetzt, wo Schweinsteiger weg ist, naja, vielleicht. Aber da gibt es ja noch jede Menge Kandidaten, die dort spielen können. Das geht ja dann schon runter bis zu Rode. Aber wenn die ganzen Martinisse fit sind und Thiago natürlich und der Alaba möglicherweise sich dort in der Zentrale aufhält. Xabi Alonso. Also da wird es natürlich für Josh Kimmich kompliziert. Es wird kompliziert, aber es wird für viele hier kompliziert. Das ist ja immer das gleiche Thema bei den Bayern wie in jedem Jahr. Und ich finde es ja immer noch schade, zum Beispiel, wenn wir mal kurz über Lahm noch kurz sprechen. Ja, für mich ist der Lahm immer noch ein Weltklasse-rechter Verteidiger. Der Alaba wäre ein Weltklasse-linker Verteidiger, aber wo die spielen unter Guardiola, das weiß ja kein Mensch.
es ist ja in der Zwischenzeit so, wenn wir die Mannschaftsaufstellung kriegen von den Bayern für ein Live-Spiel, ja, früher hast du die 11 Spieler gesehen, hast du genau gewusst, linker Verteidiger, rechter Verteidiger, offensives Mittelfeld, links, rechts, Sturm und so weiter. Jetzt weißt du überhaupt nicht mehr, wo die spielen. Ja, die können alle überall spielen. Ja. Das ist verrückt und die sagen das vor dem Spiel nicht, wo die spielen. Wir sehen es ein bisschen gerade bei diesem Trainingsspielchen, dass es jetzt schon ein paar Positionen gibt, die in den nächsten Tagen eine Rolle spielen können. Zum Beispiel sehen wir bei der Mannschaft mit den Leibchen, die jetzt unter Druck geraten ist, weil Rafinha einen Schuss abgefeuert hat. Tom Starke da im Tor, auf der anderen Seite Sven Ulreich. Dass Martinez sicherlich den Innenverteidiger geben muss in den nächsten Wochen, mindestens mal in der Vorbereitung jetzt, weil eben Kirchhoff noch nicht fit, Dante sich im Urlaub verletzt hat. Also die, die da so als Backup gelten neben Benatia. Philipp Lahm am Ball im defensiven Mittelfeld, wie du sagst, ja, die alte Sache. Warum nicht mal rechts hinten der Philipp wieder, wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben in seinem Fußballerleben? Ja, erstaunt mich immer wieder, aber man muss natürlich auch sagen, als er dann ins defensive Mittelfeld gezogen wurde, dann hat Philipp Lahm auf einmal sensationell da gespielt. Der hatte immer über 100 Ballkontakte, der hat jeden Ball angezogen. Da war er richtig gut und so ein bisschen schlechter ist er geworden dann in den letzten Wochen der letzten Saison, als er eben nicht fit war, als er nach einer langen Verletzungspause ins defensive Mittelfeld gekommen ist. Da haben wir nicht den wahren Lahm gesehen. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn die Leute sagen, der soll rechter Verteidiger spielen, der hat im defensiven Mittelfeld, als er dahingestellt worden ist, in den ersten 5, 6, 7, 10 Spielen sensationell gespielt. Wirklich richtig gut. Die letzte Saison hat natürlich darunter gelitten, dass in der Vorbereitung und lange darüber hinaus Spieler gefehlt haben. Martinez, Alaba, Ribéry, Robben, Lahm, Batschur, Thiago, okay, Schweinsteiger war auch nicht dabei, nach der WM angeschlagen zurückgekommen. Kurze Vorbereitung. Dann sind sie aber verhältnismäßig gut in die Saison gekommen. Es begann ja eigentlich erst der, sagen wir mal, die spielerischen Defizite in der zweiten Halbserie. Aber auch das natürlich verständlich, weil einfach die Substanz dann fehlt, die lange Saison zu spielen. Bei den vielen, vielen Spielen, die sie haben. Und wir haben ja zum Teil dann Aufstellungen gesehen, wo sonst wir, nennen wir uns mal Fachreporter, schauen mussten, wir sitzen da eigentlich auf der Bank bei den Bayern. Ja. Es ist ja heute noch schade, muss man auch mal so klar sagen, dass sie die Duelle gegen Barcelona eigentlich nicht gewinnen konnten. In dieser Phase, dieser Verletzungsphase und auch mit den Spielern, die dann zurückgekommen sind, wie Lahm und Schweinsteiger, die nur bei 70-80% waren. Ich bin überzeugt davon, wenn die Bayern mit Ribéry und mit Robben und mit einem gesunden Lahm und Schweinsteiger gespielt hätten, dann wären sie auf Augenhöhe gewesen. So von Julian Green wollen wir nicht unterschlagen. Nein. Einer der ersten Saisontreffer der Bayern, Rückkehrer vom HSV, ob er eine große Rolle spielen wird in dieser Saison, wissen wir auch nicht. Bestimmt nicht, weil er beim HSV auch keine große Rolle gespielt hat. Und irgendwie hat er sich bei den Hamburgern gar nicht durchgesetzt. Die hatten viel mehr von ihm erhofft. Was da im Endeffekt der Grund war, ob es nur auf dem Platz war, nur beim Training, wage ich zu bezweifeln. Punkt. Es soll welche geben, die, wenn sie dann auf dieses Trainingsspiel schauen, sich fragen, wo hat der Pep denn den Schweinsteiger hingestellt? Der ist nicht mehr da. Und für alle die, die wirklich nicht wissen, was passiert ist in den letzten 24 Stunden, empfehle ich sport1.de. Da finden Sie alle Informationen. Die neuesten auch. Wie reagieren die Engländer im Moment auf diesen Wechsel? Was hat Sammer bei uns gesagt, bei sport1? Alles dazu eben bei den Kollegen online. Und wir unterbrechen nochmal kurz, um dann gleich wieder zurückzukommen. Hier zum Saisonauftakt der Bayern in der ausverkauften Allianz Arena, bis gleich. Was für ein Start! Endlich rollt er wieder. Sommerzeit, Testspielzeit. Der Preis! Die Stars der Bundesliga auf der Sport 1 Sommertour. Bochum gegen Dortmund. Freitag 19.55 Uhr. Live auf Sport 1. Fußball auf Sport 1 wird präsentiert von Tipico. Ihre Wette in sicheren Händen. Ausgeschieden. Wen stört's? Du hast das Booking richtig gemacht. Booking.com. Booking.ja. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg.
kommst so schnell. Schnell wie nie. Die Aspirin-Tablette mit Mikroaktivtechnologie für eine doppelt so schnelle, spürbare Schmerzlinderung. Der ist weg? Der Schmerz ist weg. Die Aspirin-Tablette. Nicht nur schnell, sondern doppelt so schnell. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Ihre Vernunft Begeisterung sucht, brauchen Sie keine Kompromisse machen. Das Leben hat viele Seiten. Entdecken Sie alle. Der Nissan Qashqai. Du möchtest die neuesten Filme und Serien als erster sehen? Mit bester Unterhaltung für die ganze Familie. Mit zusätzlich tausenden von Titeln jederzeit auf Abruf. Das alles gibt es im Sky Filmpaket für nur 19,99 € und nur für kurze Zeit mit dem Sky Plus Receiver gratis. Dein Sky, wann und wo immer du möchtest. Jetzt auf sky.de/gratis. Freu dich auf was richtig Gutes. Sky. Oder sogar wir kaufen dein Auto.de. Jede Marke, jedes Alter, jeder Zustand. Auto kostenlos online bewerten, einfach Termin buchen, schnell und sicher verkaufen. Also geh jetzt auf wirkaufendeinauto.de. Wer woanders verkauft, ist selber schuld. Mit Secret Escapes können Sie bei Luxushotels bis zu 70% sparen. Denn auch die besten Hotels wollen keine leeren Zimmer. Immer neue Angebote zu unglaublich günstigen Preisen. Jetzt auf secretescapes.de. Luxushotels schon ab 69 €. Kredite online mit Bestzinsgarantie. Finanzcheck.de. Kleidungssuche. Die Weibchen finden sich instinktiv zurecht. Das Männchen hingegen wirkt orientierungslos. Plötzlich wird der Jäger zum Gejagten. Lass dir lieber von deinem Style-Experten ein perfektes Outfit kostenlos zusammenstellen und bequem nach Hause liefern. Geh jetzt auf outfittery.de. Shopping für Männer. Die Guten sind alle vergeben? Das glaube ich nicht. Ich Parship jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Schluss mit überteuerten Hotels. Vimdo Apartments, 50% günstiger als Hotel. Vimdo, du, Vimdo. Du entscheidest, wie dich die Welt in Erinnerung behält. Und ob deine Träume wahr werden. Aber du musst schnell sein. Denke schnell. Handle schnell. Oder du bist schnell erledigt. Errichte ein Imperium, das ewig besteht. Wirst du mein Held sein? Game of War. Gratis spielen. Jetzt im App Store. Heute sage ich Tschüss zu Kreditkarten mit Jahresgebühr und Hallo zur Barclaycard New Visa. Sagen auch Sie Hallo zur Barclaycard New Visa. Gebührenfrei Euro abheben. 2 Monate Zahlpause. Ein Leben lang beitragsfrei. Mit Startguthaben. Jetzt auf barclaycard.de. Da ist etwas in uns, das unserem Leben eine Richtung gibt. Ein innerer Kompass. Folge ihm. Entdecke die Welt und genieß deinen Weg. Du wirst staunen, wo er dich hinführt. Becks, folge deinem inneren Kompass. Gewinne jetzt mit Becks die Party, die du nie vergisst. Reise mit deinen Freunden zu einer der 10 besten Partys der Welt.